In diesem Video zeige ich euch einen tollen Trick, den du vielleicht noch nicht kennst. Hallo ihr Lieben, schneide ein neues Schwamm, so wie ich das mache, in der Mitte, ca. 2-3 cm und tust du eine oder zwei Teelöffel Salz. Du fragst dich, welche Rolle hat dieser Salz im Schwamm? Das absorbiert die Feuchtigkeit von deinem Kühlschrank und auch die schlechten Gerüche. Schaut euch an, wie viel Feuchtigkeit ich in meinem Kühlschrank habe. Jede Woche kannst du wechseln, ein neuer Schwamm mit frischem Salz. Die übrige Feuchtigkeit kannst du mit einem Küchentuch einfach kurz wischen. Ein anderer toller Tipp, du kannst Frischhaltefolie über den Glas im Kühlschrank. So hast du immer saubere Kühlschrank und du kannst diese Frischhaltefolie immer wechseln, wenn die schmutzig ist. Probiere diese Tipps einmal aus, es wird euch helfen.